Hallo Ace, wie geht's? Master Mode macht Laune, aber die Croc würde ich mir nicht antun. Ja, ich habe ja eh, nachdem ich es durchgespielt habe, einige Zeit noch damit verbracht, ohne Guide oder so, ohne irgendeine Karte die Crocs zu suchen mit der Croc-Maske. Und habe dann eben meinen Hero Path mir angeguckt, wo ich schon überall war und habe dann so geguckt, ah, hier auf dem Berg könnte noch was sein. Und hier... Ah, das Skyward Sword-Kostüm für Link. Ja, warum nicht? Und hier ist noch was Komisches auf der Karte. Gucken wir da mal hin. Aber irgendwie sucht man halt 5 Stunden und findet 2 Crocs in der Zeit. Das ist schon ein bisschen viel Aufwand für wenig Reward im Grunde. Insofern wäre mir dann doch, glaube ich, schon, auch wenn ich drüber nachdenke, bei den Master Mode habe ich nur mal kurz angespielt. Ich muss halt sagen, leider... ist der auch nur am Anfang irgendwie, finde ich, wirklich fordernd. Und dann, wenn man mal so ein bisschen drin ist und seine Waffen hat und sein Equipment hat, ist der irgendwie auch nicht mehr so besonders. Weil im Endeffekt halten die Gegner auch nur mehr aus und überall schweben so komische Plattformen in der Luft. Das wäre mir lieber gewesen, hätten die den vielleicht noch ein bisschen gepimpt. Schauen wir uns gleich mal das Skyward Sword Gewand an. Ja, da ist er. In Skyward Sword gibt es gar keine Epona und so. Echt, ich nehme die Handschuhe jetzt mal. Da habe ich doch beim letzten Mal beklagt, dass irgendeine Attacke nicht funktioniert hat. Ich muss die wirklich erst durch Upgrades quasi freischalten. Jetzt habe ich die Attacke, die ich immer wollte mit den Handschuhen. Die Attacke, die ich immer wollte. Und jetzt bin ich glücklich und kann alle kaputt hauen. Ziemlich schnell. Das ist ziemlich cool. Mir geht's auch gut. Dankeschön, Ace. Nach knapp 600 Crocs hatte ich die Schnauze voll. Ich glaube, ich habe nicht mal ansatzweise, ich kann es echt nicht mehr sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nicht mal ansatzweise so viele. Und jetzt? Genau. Und wenn man da in den Festungen ist, in kleinen Räumen, sind die quasi auf einen Schlag leer geräumt. Es ist einfach super. Ich mag den Angriff. Gegen Bosse ist er nicht so effektiv, aber Minions kann man damit halt um sich rum in großem Radius wegstapfen wie sonst noch was. Und das ist ziemlich cool. Ich weiß, den roten Wolkenvogel, aber den gibt es leider in dem Spiel nicht. Das wäre auch ein interessanter Charakter oder vielleicht auch eine Waffe für Link oder so. Aber gibt es leider nicht, den Wolkenvogel. Oh, was ist denn das? Ich mache automatisch immer den Move. Ich will es gar nicht machen. Das ist mein motorisches Gedächtnis. Ich muss erst mich echt darauf konzentrieren, was anderes zu machen. Okay. Jetzt können wir her. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur die Waffe wechseln, nicht den Charakter. Sehr gut. Perfektes Timing. Das mache ich schon wieder. Er tut es schon wieder. Ich wollte was anderes machen. Ist egal. So, bitte einmal Laser schießen. Yeah, er macht einen Laser. Das ist aber echt nett von ihm. Sehr kooperativ hier. Was muss ich eigentlich machen? 700 Gegner besiegen. Na gut, dann sollte ich mich gar nicht zu lang mit dem da aufhalten. Aber noch einmal und dann ist er eh weg. Aufhören, sofort aufhören. Man kann die Attacke auch nicht abbrechen und die dauert ewig. So, jetzt aber. Ey, das ist nett. Ich frage mich manchmal, ob die in so zeitintensiven Missionen öfter ihre Special-Attacke machen. Mir kommt es tatsächlich so vor, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ah, knapp. Ich dachte, ich schaffe die Leiste auf einmal. Leider nicht ganz. Laser! Ja, wirklich. Also ich glaube, der macht den schon sehr häufig. Na gut, der ist weg. Armer Guma. Können wir mal was tun, Link, währenddessen so macht. Skelette kaputt. Alles klar, habe ich mir gedacht. Ist eigentlich echt ganz cool. Das sollte man öfter nutzen. Gerade in solchen Missionen. Dass man die Charaktere wechselt, weil sich die anderen NPCs quasi auch selbstständig über Schlachtfeld bewegen. Man könnte die sogar an Punkte schicken, wo sie mehr Sinn machen würden. Und ich glaube, genau das mache ich jetzt, weil Link gerade zu mir kommt. Das soll er gar nicht. Geh doch mal schon mal dahin. Während ich hier noch ein bisschen Skelette kaputt hau. Das ist gut. Das sind ziemliche Time-Waster. Das stimmt. Aber manchmal, aber halt nicht immer, spawnen ganz viele neue Gegner, wenn man die Bosse besiegt hat. Dann macht Sinn. Aber schon allein wegen dem Loot mache ich es immer gerne. Und eigentlich sind die Missionen immer so bemessen, dass man relativ leicht die Kills zusammenkriegt, die man braucht. Im Gegensatz zu den Lass dich niemals treffen Missionen fand ich die eigentlich immer ziemlich easy. Na, wartet mal, jetzt schicke ich aber trotzdem gleich unseren Tool-Link schon mal hier hin. Genau. Hadouken! Ne, Quatsch, stimmt gar nicht, Hadouken. Ich glaube, den Witz habe ich schon mal vermasselt. Damn it! Weil mir auch der Name nicht einfällt von dem Kinnhaken von Ryu. Er hat auch einen Namen. Einer, der nicht Hadouken ist. Tja, wer weiß. Das ist ein sehr verwirrter Goma anscheinend. Der weiß nicht so recht, was los ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, okay. Lassen wir ihm Zeit, der beruhigt sich wieder. Der muss sich erstmal... Der ist frisch gespawnt, der weiß überhaupt nicht, was los ist. Der fragt sich jetzt, wer bin ich? Was mache ich hier? Gerade erst in die Existenz gezaubert. Und schon muss er Laser auf sein Auge auf kleine grüne Männchen schießen. Es kann verwirrend sein. Hi Lanzenut, wie geht's? Shoryuken! Ganz genau. Shoryuken ist es. Nein, mach es nicht. Ich habe schon wieder gedrückt. Ich kann nicht mehr anders. Oh Mann. Das macht nämlich bei den Bossen wirklich überhaupt keinen Sinn. Da ist das einfach nur Zeitverschwendung, dieser Angriff. Langweilig. Mach was Cooles. Mach deinen Laser. Ich wechsle den Charakter, wenn du jetzt keinen Laser machst. Einen Angriff gebe ich ihm noch. Ah, na schau, danke. Er ist doch vernünftig. Genau, den wollte ich machen. So, einmal noch. Habt ihr die Nindie Direct gesehen, die Nintendo Indie Direct um 18 Uhr? War für mich leider nicht wirklich was dabei. Viele exklusive, tolle Indie-Spiele von tollen Indie-Studios, aber nichts für mich dabei. Ich meine, das Swery-Spiel, das neue, in dem man irgendwie eine Fotografin spielt, die in einem kleinen Dorf einen Mordfall löst und sich mit Fotos über Wasser hält und nachts zu einer Katze wird oder zu einem Hund. Das fand ich noch am interessantesten, aber halt einfach nur, weil Swery coole und irre Spiele macht, aber sonst... Ja... Ist eigentlich für A-Rang oder nur so? Das kommt immer ganz darauf an, welche Belohnungen es gibt. In den meisten Missionen, also ich versuche schon in allen Missionen den A-Rang zu schaffen, wenn es eine A-Rang-Belohnung gibt. Wenn nicht, ist es mir eigentlich wurscht. Ich weiß nicht, kriegt man irgendwas dafür, wenn man auf einer Map alle Missionen in A-Rang macht? schon wegen der Petition gehört, dass Animal Crossing wegen der Corona-Langeweile früher veröffentlicht wird. Nee, habe ich nichts davon gehört. Aber finde ich witzig. Aber ich befürchte, dass die Corona-Langeweile uns noch länger begleiten wird. Ich glaube, da eilt's nicht. Ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten paar Tagen nicht so schnell verändern. Ich meine, soweit ich das verstanden habe, wird das jetzt wahrscheinlich im Sommer leichter, einfach wegen der Temperatur und UV-Strahlung und so weiter. Aber im Herbst kommt es dann wieder. Und bis man wirklich flächendeckend impfen kann, kann es halt bis nächstes Jahr dauern. Also ein Winter mit Corona werden wir noch durchstehen müssen. Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Mal schauen. Insofern... Aber momentan weiß halt keiner wirklich irgendwas Zuverlässiges. Habe ich manchmal das Gefühl. Deswegen kann sich das schnell ändern. Piu! Wie viel brauche ich eigentlich? 700? Okay. Noch 200. Dann halte ich mich jetzt mal dran, weil das dauert mir schon zu lange hier. Ich glaube, ich lasse jetzt die Hauptmänner mal Hauptmänner sein. Na gut, außer wenn die neue Skelettfreunde kriegen, dann hauen wir die. Level up! It's over 9000! Wie weit geht's in dem Spiel eigentlich? Ist Level 99 das höchste? Weil dann ist Link jetzt schon fast auf Maximallevel, schon langsam. Ich meine, man muss eh erstmal alle 30 Charaktere auf Level 99 spielen, so ist es ja nicht. Aber dadurch, dass Link so viele unterschiedliche Waffen hat, spielt man mit dem halt auch relativ oft. Ach komm, dich ignoriere ich jetzt einfach. Nee, ich habe gesagt ignorieren. Ich wollte Zelda anvisieren, bitte, Spiel. Wenn das möglich wäre, danke. So, flieht, ihr Narren. Machen wir die nächste Gruppe kaputt. Brauchen ihn nur noch 50. Na, reicht's? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir haben's. Na gut. Puh, ausgezeichnet. Ich glaube nicht, dass es was gibt, bloß ein Hinweis, dass du alles auf Arang hast. Also wie gesagt, ich versuche eigentlich nur, wenn es was zu holen gibt, wie hier jetzt Arang zu kriegen. Aber zumindest auf den ersten paar Karten ist es ja meistens auch noch relativ leicht. Oh nein, eine Waffe! Die kriege ich noch. Komm schon, das ist wie bei Earth Defense Force. So kurz bevor die Schwarzblende kommt, noch schnell was looten. Ist das Beste am ganzen Spiel. $99 war am Anfang das Maximallevel. Mit den Add-on wurde es dann, meine ich, 100 Level draufgepackt. Genau, Lancelot hat auch nie irgendwas mit 200. Ah, okay. Na, dann kann man in dem Spiel quasi ewig grinden. Das Spiel hat ja auch so Mechaniken, die einem auch wirklich anhalten, einfach ewig weiter zu grinden. Für alle, die es nicht wissen. Ich meine, diese Karte hier, die ihr hier seht, gibt es ungefähr 8 Mal. Jedes Feld ist eine eigene Mission und es gibt Loot freizuschalten. Also das ist schon mal unglaublich viel. Dann gibt es noch den Story-Modus. Aber dann, und jetzt passt mal auf, wartet mal, ich muss hier kurz was managen. Das ist nämlich echt crazy, finde ich. Wenn man nämlich... Ach verdammt, das ist jetzt eine ungünstige Mission. Da kann ich es nicht vorführen, aber hier kann ich es euch nochmal kurz zeigen. Ich brauche alle Charaktere. So, Link hat ja nämlich als Extrawaffe das Master-Schwert. Und das Master-Schwert hat, wie man hier jetzt rechts oben da sehen kann, 2 Fähigkeiten, die man erst freischaltet, wenn man damit 10.000 bzw. 15.000 Gegner besiegt hat. Jetzt geht es aber noch nicht. Ich muss erst alle Waffen freischalten. Das heißt nicht nur alle Waffen wie hier, sondern jede Waffenart auch noch in seinen 3 Qualitätsstufen. Ich glaube, mit den Add-ons wurde dann auch noch eine 4. eingeführt, aber die brauche ich nicht. Ich brauche 3 Qualitätsstufen der Waffen, was irre ist. Dann, wenn ich alle Waffen freigeschaltet habe, kann ich anfangen, diese 15.000 Monster zu killen. Und wenn ich dann die beiden Fähigkeiten vom Masterschwert freigeschaltet habe, dann kriegen auch andere Waffen, die ich finden kann, solche speziellen Fähigkeiten, mit denen ich dann wieder 10.000 oder 15.000 Gegner töten kann, um die freizuschalten. Und dann kann man die alle zusammensammeln und alle fusionieren, damit man eine Waffe mit diesen ganzen mächtigen Superfähigkeiten hat. Und ich glaube, da kann man wirklich hunderte von Stunden nur mit Grinden verbringen, wenn man das alles machen will. Und bei den Feenbegleitern ist es ähnlich. Wenn die nämlich Level 100 erreicht haben, kann man die zurücksetzen. Das ist das Maximallevel, man kann die dann aber auf Level 1 zurücksetzen, die behalten aber dann 10% von ihren Skills, damit man sie ein bisschen höher leveln kann. Und dann kann man sie wieder zurücksetzen, auf wieder 10% vom aktuellen, und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Also auch die kann man ewig skillen. Das ist einfach der ultimative Zeitfresser, dieses Spiel. Wenn man zu viel Zeit hat, dann holt euch Hyrule Warriors. Ach so, warte mal. Hier gibt es noch ein Rätsel, ne? Ich muss Komparsen kaufen, glaube ich. Ich habe zwar die Gegner freigeschaltet, aber nicht die Belohnung. Deswegen sind wir hier. Ah ja. Bombe. Okay, wir müssen nur C-Rang schaffen. Es ist im Grunde alles wurscht. Ja gut. Zelda ist nämlich auch nicht so super hoch gelevelt. Aber, ja, nee, nicht so super hoch. Schauen wir mal. Ich habe jetzt mal auch die Charaktere ziemlich geboostet, aber ein bisschen was geht immer noch. Das mag ich immer gerne. Mehr Spezialangriff leisten. Dann kann man ordentlich reinhauen, wenn es notwendig ist. Boosten wir Zelda noch, so gut es geht. Er hat auch überhaupt keine Verteidigungsdinger. Ich glaube, ich kaufe hier ein paar Level. Okay. Na dann, los geht's. Hallo Max, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So, los geht's. 3 Fraktionen, ich bin mittendrin. Hauen wir einfach alles kaputt, würde ich sagen. Warum kann Zelda eigentlich fliegen? Seit wann kann Zelda fliegen? Konnte Zelda irgendwann mal in irgendeinem Teil fliegen? Nicht, dass ich wüsste. Nicht mal, ja okay, ich verstehe schon, sie hat den Taktstock des Windes. Ich glaube, auch damit konnte noch nie irgendjemand fliegen. Aber wer den Wind kontrolliert, wenn er ihn nur gut genug kontrollieren kann, kann fliegen, würde ich sagen. Das macht schon irgendwie Sinn, oder? Meinetwegen. Lassen wir durchgehen. Mein Gott, hältst du was aus. Da merkt man halt doch, dass Zelda nicht so hochlevelig ist bis jetzt. Ich habe teilweise noch Charaktere auf Level 10 oder so. Wenn mal Missionen kommen, wo wir die nehmen müssen, dann wird es wirklich schwierig. Hier werden wir uns schon irgendwie durchgrinden. Sie wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Level-Up noch bekommen. Das ist immer sehr hilfreich. Ah ja, warte mal. Aber der ist auch mein Missionsziel, der Kerl, ne? Das ist, ja genau, das war gleich der Obergeneral der Gelben, den ich jetzt hier besiegt habe. Das hat jetzt auch was gemacht. Jetzt rücken Stoßtruppen vor, der Roten. Das heißt, ich sollte jetzt, glaube ich, am besten meine Basis mal kurz verteidigen. Ach, das ist wieder eine von diesen stressigen Maps. Gerade wenn man ein bisschen schwächeren Charakter hat, muss man da ganz schön immer an 100 Orten gleichzeitig sein. Ein Dieb! Haltet ihn! Gehalten. Check. Oh ja, da vorne ist die Party. Guckt euch das mal an. So viel Energieleisten in der Luft. Volga ist mit dabei. Au, wirft mir hier einfach nur einen Speer über die halbe Karte mitten ins Gesicht, der Arsch. So nicht. Ich hoffe, dass mein Animal Crossing Freitags rechtzeitig kommt. Hast du das bestellt? Ich habe mir das gleich. Ich habe da wirklich angefangen, so Spiele im Online-Shop, im Nintendo Online-Shop einfach zu kaufen, weil die dann wirklich, gerade die Nintendo-Spiele neuerdings, tatsächlich fast immer zuverlässig bis jetzt, oder bis jetzt eigentlich bei mir immer zuverlässig, Mitternacht released werden. Und dann hat man die einfach. Mitternacht. Am Release-Tag. Das ist gut. Fire Emblem Three Houses zum Beispiel habe ich bei Amazon bestellt und das kam am Release-Tag um kurz vor Mitternacht. Das ist wirklich crazy. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber Amazon garantiert einem ja irgendwie, dass die Spiele am Release-Tag kommen. Und ich habe auf das Spiel gewartet und gewartet und gewartet und es kam einfach nicht. Kein Postbote hat geklingelt, ich war mehrmals beim Briefkasten, da kam einfach nichts. Und dann war ich, glaube ich, um 10 oder so das letzte Mal beim Briefkasten. Das Spiel war leider immer noch nicht drin, kein Postbote da. Hab mir gedacht, naja, dann kommt es wohl nicht mehr am Release-Tag, schade. Dann kommt es halt vielleicht erst am nächsten Tag. Und habe schon geguckt, was einem Google irgendwie als Wiedergutmachung gibt. Google, sage ich schon, Amazon. Was einem Amazon als Wiedergutmachung verspricht, wenn die nicht am Erscheinungstag liefern können. Und dann bin ich um Mitternacht nochmal runtergegangen, weil ich mir gedacht habe, es ist absurd, aber ich schau mal, auf Nummer sicher gehen und so. Und dann war es tatsächlich im Briefkasten. Irgendein armer Angestellter von DHL wahrscheinlich oder so, oder Hermes, ich weiß nicht, musste mir da wirklich kurz vor Mitternacht noch das Spiel in den Briefkasten schmeißen. Das fand ich echt weird. Und auch ein bisschen unnötig. Ich hätte jetzt schon noch eine Nacht drauf warten können, aber gut. So war das. Ich meine, ich habe mich natürlich gefreut, dass es dann doch noch gekommen ist, aber das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen, finde ich. Dass dafür, wenn es eine Drohne oder so gewesen wäre, aber dass dafür ein echter Mensch um die Zeit noch arbeiten muss, der wahrscheinlich eigentlich spätestens um 8 Feierabend hätte, das hätte es nun wirklich nicht gebraucht. Nein, der hat mich in seinem blöden Todesstrahl, Mensch. Ah, hat mir der jetzt viel abgezogen. Irgendwas stimmt heute nicht. Ich krieg die Meldungen manchmal nicht oder viel zu spät. Ah, Metatron sehe ich. Ah, hat wieder ein Abo verschenkt. Dankeschön, Metatron. Der Abo-Dealer hat wieder zugeschlagen. Hast du mal ein Abo? So. Die beiden kill ich jetzt mit einem super Sturmwirbelangriff. Nein, doch nicht. Schade. Ich werde des nächsten Streams nicht gerade Animal Crossing spielen, halte ich euch auf dem Laufenden. Hey, beim 24-Stunden-Stream, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis dieses Feature freigeschalten ist, aber jeder, der beim Stream am Freitag dabei ist, während ich Animal Crossing spiele, kann mich natürlich super gerne auf meiner Insel besuchen. Das fände ich sogar total witzig. Das können wir gerne machen. Vielleicht sollten wir das gleich... Hey, wisst ihr was? Das machen wir dann gleich im... Am besten jetzt schon... im Nintendo-Kanal bei mir auf dem Discord. Lasst uns da die Friend-Codes austauschen, wenn wir es nicht schon getan haben. Cluedo habe ich eh schon. Aber wer noch mitmachen will, wer noch auf die Insel kommen will, wenn das Feature schnell genug freigeschaltet wird. Das weiß man bei Animal Crossing nie. Kann ja theoretisch sein, dass das erst ein paar Tage Spielen erfordert. Aber wenn es geht, dann können wir uns da gerne am Freitag schon oder am Samstag dann auch. Läuft ja lang genug der Stream treffen. Hab kein Online. Ach so, dann ist schwierig. Aber trotzdem, das Angebot steht für alle, die können. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, oder was heißt ziemlich sicher, aber doch schon ziemlich sicher, dass ich Animal Crossing während des 24-Stunden-Streams mindestens 3-mal spielen werde. Wenn Animal Crossing immer noch so funktioniert wie früher, dann macht das zumindest Sinn. Dass wir das am Release-Tag ein paar Stunden spielen, dann nachts nochmal am Release-Tag und dann am zweiten Tag quasi. Du bist so zäh, ich hasse dich. Du blöder Feuer-Erfloss-Dingenskirchen-Heini. Geh doch mal kaputt jetzt. Der Goronenhauptmann ist in Gefahr. Na gut, ich glaube, der ist mir wurscht. Nix für ungut, Goronenhauptmann. Du bist ein wichtiger Bestandteil meiner Streitkräfte. Und er ist tot. Okay, ich kann mir meine Worte sparen. Sorry. Bin mir sicher, der schläft nur. So, jetzt macht er einen Angriff. Dammit. Ich glaube, ich habe nicht lang genug gewartet mit meinem Kinnhaken. Enterhaken. Mit meinem Enterhaken-Kinnhaken. Sonst hätten wir den jetzt super gut kontern können. Und wahrscheinlich finishen. Ach, Mano. Genau, jetzt macht das nochmal. Ah, Mist. Ich hau den immer zu oft. Ich bringe ihn wieder aus seinem Taumelzustand raus. Aber jetzt. Nein! Zu früh! Okay, ich mache ihn jetzt einfach so fertig. Das geht so nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt kommen schon... Guckt euch das mal an. Jetzt kommt ja schon eine Armee von Gyptos. Mann, gehen mir die alle auf die Nerven gerade. Können wir uns mal alle aufhören. Okay, danke. Wir haben einen erwischt. Gott sei Dank. Puh. Genau, Gamecube war der erste Teil. So, warte mal. Pfeil und Bogen brauche ich für die am besten. Jetzt kommt. Macht was. Oh, oder ihr sterbt einfach. Das ist noch besser. Wenn ich mir aussuchen kann, dann nehmen wir lieber die Option. Mensch, die halten ja gar nichts aus. Das ist ja super. Dadurch, dass der Flugsaurierkerl so viel ausgehalten hat, dachte ich, ich muss jetzt auch auf die eine Viertelstunde einhauen. Das stimmt überhaupt nicht. Oh, ich glaube, ich sollte in unser Hauptquartier und zwar schnell. Oh oh, das könnte ich jetzt eventuell übersehen haben. Zum Glück bin ich nicht allzu weit weg, aber das könnte jetzt sein, dass ich das verplant habe. Das wäre natürlich schade. Schneller, Propeller! Die Pia sitzt im Suppenteller. So, Pia geheilt, alles gut. Hauptquartier ist noch nicht gefallen. Und die beiden machen wir auch noch fertig. Gut, Hauptquartier gerettet. Ich glaube, ich erober mal den Vorposten. Wenn da irgendwer das Hauptquartier angreift, dann kauft er wahrscheinlich zumindest ein bisschen Zeit. Okay, ich glaube, ich wollte die Gelben kaputt hauen. Genau das mache ich jetzt auch. Okay, cool. Der Cluedo. Das könnte ich eigentlich auch einfach mal standardmäßig machen. Okay. Gut, ich glaube, dann sind die Gelben besiegt, oder? Das war deren Hauptquartier. Aber die sind trotzdem noch da. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, dann erober ich jetzt noch schnell die anderen Haupthäuser von denen auch noch, weil vielleicht gibt es da irgendwelche schönen Belohnungen. Manchmal haben die ja zumindest irgendwelche Schatzkisten oder coole Materialien oder irgendwas. Mal schauen. Wie ein Mobile-Game wirkt Animal Crossing auf dich. Huh. Von einem Mobile-Game hat das, glaube ich, nicht wirklich was. Ah, ja gut, okay. Man könnte das schon so sehen. Das stimmt. Schon auf dem Gamecube war ja die Idee, dass man täglich halt einfach so sein Dorf besucht und mit seinen Freunden redet. Und von dem her, das stimmt, dass man täglich zurückkehrt. Ja gut. Aber im Grunde hat es eigentlich keine Mobile-Game-Mechaniken, die darüber hinausgehen, dass es Langzeit über Tage hinweg gespielt werden soll. Also, aber es wird sich tatsächlich als... Moment, es gibt ein Animal Crossing Mobile-Game. Das hat aber witzigerweise auch nicht so die typischen Mobile-Game-Mechaniken. Ah. Ich wollte nämlich gerade sagen, das wird sich eigentlich anbieten. Das könnte man nämlich ganz schön fies monetarisieren, wenn man wollte. Aber ja... Damals auf dem Gamecube hat halt keiner, ich glaube keiner, oder? Hat Animal Crossing sehr lange so gespielt, wie es eigentlich vorgesehen war. Man hat dann sehr schnell angefangen, Zeitreisen zu veranstalten, indem man das Datum des Gamecubes einfach hin und her gestellt hat. Damit man die ganzen Feiertage abklappert und damit man auch mal irgendwie sieht, was passiert, wenn man einen Monat nicht spielt. Und wenn die ganze Insel komplett mit Unkraut zugewuchert war, dann kam nachts um Mitternacht so ein Geist, der einen Wunsch erfüllt hat. Das konnte man total mies exploiten. Aber das habe ich alles erst ziemlich spät in meinem Animal Crossing-Zyklus gemacht. Ich glaube, ich habe das schon relativ lange so gespielt, wie es vorgesehen war. Ich habe mich lange selber davon abgehalten, hier irgendwie zu cheaten, weil man sich dann doch das Spiel ein bisschen kaputt macht. Aber hinten raus bin ich dann so durch die Zeit gereist. Das war crazy. Und da hat sich komischerweise, glaube ich, nicht mal Mr. Resetti beschwert. Ich verstehe bis heute nicht, wie das Spiel das herausgefunden hat. Woher wusste das Spiel, wenn man das Spiel resettet hat? Wenn man nicht gespeichert hat. Weil ich habe ja eben gerade nicht gespeichert. Unheimlich. Wer weiß. Auf dem DS war dann der zweite Teil, glaube ich. Oder war es schon der 3DS? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kam ja dieses Happy Home Designer, in dem man dann einfach nur frei nach Schnauze gestalten konnte, aber sonst eigentlich nichts. Und dieses komische Brettspiel. Meint ihr, mich würden die Verkaufszahlen von diesem Animal Crossing Brettspiel interessieren. Weil, ich glaube, das hat niemand, oder? Hat das auch nur eine einzige Person gekauft? Das würde mich wirklich interessieren. Ich meine, das haben bestimmt ein paar hundert und wahrscheinlich sogar 1000 gekauft, aber die Wii U war ja schon nicht gerade die bestverkaufte Konsole und dann kommen die mit einem Brettspiel, das irgendwie echt doof aussieht. Hm. Warte mal ganz kurz, ich muss den Chat nachholen. Ich bin so weit hinten nach. Das erste Animal Crossing war Japan-exklusiv für den Nintendo 64 und wurde später weltweit auf den Gamecube portiert. Ach was, das wusste ich auch nicht, der Cluedo. Interessant. Ja, im Endeffekt, ich hab da mal die Geschichte zu Animal Crossing mir ein bisschen angeguckt. Und im Endeffekt war es halt so, dass der Macher von Animal Crossing, der hat schon einige recht große Super Nintendo-Spiele gemacht für Nintendo. Und der ist irgendwie aus beruflichen Gründen wegen seiner Arbeit von Nintendo umgezogen und war recht isoliert und hatte keine Freunde und keine Bekannten. Dann weiß man ja, dass man in Japan sowieso irgendwie 20 Stunden am Tag arbeitet oder so. Und der fühlte sich isoliert und einsam. Und dann ist er zu Nintendo gegangen und hat gesagt, ich würde jetzt gern ein Spiel machen, das quasi meine Einsamkeitsgefühle irgendwie mildern kann, das quasi diese Lücke füllt. Und Nintendo hat gesagt, ja, mach einfach, passt schon. Und dann hat er eben Animal Crossing gemacht. Ein Spiel, in dem wir haben verloren. Nein, ich war gerade auf dem Weg zu... Ah, ist das nervig. Ich war gerade auf dem Weg zum Hauptquartier. Genau, und dann hat er eben dieses Animal Crossing gemacht. Und diese Mechanik, dass man täglich halt immer wieder reinguckt im Grunde und seine Nachbarn besucht und Sachen erledigt und dass gewisse Pflanzen oder sowas zum Wachsen brauchen, das war nicht wie in Mobile Games die Überlegung, zumindest vom Designer her, dass dich das lange binden soll. Das würde auch bei Animal Crossing beim ersten GameCube-Teil gar keinen Sinn machen. Nintendo hat ja nichts davon, wenn du das lange spielst. Im Gegenteil eigentlich. Es wäre eigentlich sinnvoller, wenn man das nicht so lange spielt, damit man neue Spiele kauft. Das war ja nicht langzeitmonetarisiert. Sondern das sollte wirklich eher das Gefühl von, du lebst in einer Gemeinschaft mit niedlichen kleinen Tierchen, die jeden Tag was Neues für dich haben und du erlebst Abenteuer mit denen. So war das eigentlich eher gedacht. Aber ich kann verstehen, dass das aus heutiger Sicht zumindest so eine Anmutung hat. Von so diesen täglichen Login-Spielen. Das stimmt. So, machen wir die Quest nochmal. Aber diesmal machen wir den Turbo-Modus. Ich mache jetzt wirklich nur das Nötigste kaputt. Und erober die beiden Hauptquartiere und fertig. Feldmarschall, Hauptquartiere und Schluss. Mensch. Hallo Katka, wie geht's? Ich muss nochmal kurz gucken, dass ich beim Chat wieder up-to-date bin. Animal Crossing Mobile wird inzwischen aber ekelhaft monetarisiert. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich habe das nur kurz gespielt, das Animal Crossing Mobile Game, was mich echt nicht wirklich interessiert hat. Da gibt es die Scheine, für die du zahlen kannst. Und es gibt ein Abo. Damit bekommst du einen Begleiter, der dir beim Farmen hilft. Okay, die haben quasi aus dem Animal Crossing Mobile Game wirklich so eine Pay-to-Win-Farm-Hölle gemacht, wie ich noch vorher meinte, dass man eine draus machen könnte, wenn man teuflisch ist. Schade, schade. Wii hatte doch aber auch eins, oder? Hatte die Wii auch ein Animal Crossing? Das kann's... Ah, ich weiß es. Ich kann es dir echt nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Animal Crossing speichert auch beim Laden des Spiels. Aha, das macht Sinn. Und wenn man nicht nochmal speichert, dann weiß das Spiel quasi. Mir ist nie aufgefallen, dass Zelda hier fliegen kann. Ja doch, mit dem Taktstock kann sie plötzlich fliegen. Es ist komisch, ne? Ich finde auch. Damals dachte ich mir immer, wie die Sims sind langsamer. Bisschen, aber die Sims sind sehr viel mehr so auf Game-Mechanik ausgelegt, auf Spielmechanik. Das ist Animal Crossing eigentlich wirklich gar nicht. Ich meine, ja, man bringt Päckchen von A nach B und verkauft Früchte, die man sammelt, damit man sein Haus ausbauen kann. Sowas gibt es schon auch, aber die Sims sind viel mehr gamey als Animal Crossing im Endeffekt, was das angeht. Oder zumindest früher war. Das neue Animal Crossing hat ja scheinbar auch viele so gamifizierte Mechaniken. Ich bin gespannt, wie sich das in das Spiel einfügt. Aber ja, genau. Bla 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 bla. So, der Kluge hat es aufgelistet. Animal Crossing N64, Gamecube, Animal Crossing Wild Worlds, Nintendo DS, Animal Crossing City Fox, Let's Go to the City Wii. Hey, ich glaube, das habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht warum. Kam das schon recht spät im Lebenszyklus der Wii? Oder ich weiß nicht, warum ich das ausgelassen habe. Ah, naja, egal. New Leaf für den 3DS, Happy Home Designer, genau dieser Spin-Off und das Amiibo Festival für die Wii U, dieses komische Ding. Mann, da war Nintendo eine Zeit lang komisch drauf irgendwie. Ich hab die Hä, ist der gerade irgendwie in die Schlucht ge... Ist der gerade da runtergefallen? Das habe ich noch nie gesehen. Ist das gerade wirklich passiert? Naja, ich glaube, das ist gerade wirklich passiert. Relativ spät. Ja, es kann schon sein. Leider hat die Wii mich nämlich verloren, so in den letzten Jahren. Oder dem letzten Jahr oder so den letzten 2 Jahren. Da war ich leider dann, da bin ich auf die Xbox 360 umgestiegen. Und habe da leider auf der Wii einige coole Spiele, die hinten raus dann doch noch erschienen sind, verpasst. Wie die große Dreifaltigkeit der Rollenspiele, die gegen Ende noch erschienen sind. Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower und wie hieß das andere? Ich weiß es nicht mehr. 3 sehr gute Japano-RPGs, die wirklich erst gegen Ende des Reuse-Zyklus erschienen sind und die ich alle nicht mehr mitbekommen habe. Kann sein, dass Animal Crossing dann da leider auch mit runtergefallen ist. Da kam ja einfach zu wenig Zeug dann irgendwann so in der Mitte der Wii-Lebensphase, dass mich irgendwie oder dass mich irgendwie interessiert hat. Und dann war ich so, weißt du was, Nintendo? Fuck you. Und hab mir eine Xbox 360 geholt. Das hatten die dann davon. Nee, Quatsch. So war es nicht. Aber wie gesagt, das war halt einfach wirklich so, dass es nichts mehr gab, was mich interessieren würde. Und da ist der Dieb wieder. Ja, ja, in Animal Crossing passiert überhaupt nichts. Das muss man schon wissen. Also das ist schon so ein Spiel. Da geht's im Grunde drum, dass nichts passiert. Wenn da irgendwie Sonntagabend im Café KK's leider sein Konzert hält, dann ist das der Main Event der Woche. Das ist kein Abenteuerspiel. Nein, jetzt ist sie schon wieder. Ich hasse sie. Ich hasse Fia. Kann die vielleicht mal 5 Minuten das Hauptquartier verteidigen, ohne dass die gleich stirbt? Ich muss zufällig ewig lang auf diese blöden fliegenden Echsen einhauen. Weil Zelda ist auch nicht gerade die stärkste Figur, die ich jetzt momentan habe. Du blödes fliegendes Schwert, du. Kannst du mal die dicken Klöpse hier alleine weghauen? Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. I don't like it. Aber wir machen das jetzt einfach nochmal. Aller guten Dinge sind 3. Aber jetzt schaffe ich das. Und Schluss. Keine Widerworte. Hä? Wo ist denn bitte der Hauptmann? Sollte der nicht hier irgendwo sein? Ach, der spawnt jetzt erst quasi. Oder wie? Ich sehe den gerade auf der Karte nicht. Da ist er. Ich muss wirklich das blöde Hauptquartier im Auge behalten jetzt. Verdammt. Ich hasse das immer, vor allem, weil die kein spielbarer Charakter ist. Das heißt, ich kann nicht schnell auf sie wechseln, wenn was los ist. Diese Bots in dem Spiel sind leider einfach so nutzlos. Schade, schade. Da ist Fia schon das Masterschwert und dann trotzdem nichts. Aber wirklich. Was braucht sie denn bitte noch hier? Lauter böse, finstere Kreaturen und sie ist das heilige Superschwert. Man sollte meinen... Naja. Okay. Hauptmann besiegt. Jetzt gehe ich sofort zum Platz vor... unserem Hauptquartier und hau da erstmal alle kaputt. Weil da sammeln sich schon wieder so viele rote Pünktchen... Das werden wir gleich unterbinden. Ah, come on. Der Dieb hat dir eine Bombe gestohlen. Okay. Klingt fair. Ah, Hauptmann, ich rette dich. Baron Hauptmann, diesmal nicht. Ja! 2-mal musste er jetzt schon sterben hier. Aber diesmal nicht. Okay. Dann kümmern wir uns mal um die Versammlung hier vor unserem Hauptquartier. Sprengen die mal ein bisschen. Wortwörtlich. Mit Wind und Musik sprengen wir die. Damit, ich hasse den. Das kann ich mir vorstellen. Die ist ja in Skyward Sword sowas wie Navi in Ocarina of Time, ne? Nicht nur nutzlos, sondern auch noch nervig. Nein, der Goron-Hauptmann ist schon wieder in Gefahr. Aber der kann auch keine 5 Minuten auf sich selbst aufpassen. Oh Mann, ey. Au. Ich glaube, die sind schon in unserem Hauptquartier, oder? Ich sollte mich beeilen hier mit dem. Ich glaube, ich muss mal kurz Richtung Hauptquartier gucken. Oder schaffen die das? Ne, hier sieht es noch gut aus. Aber da hinten gehen alle kaputt. Ich rette dich, Hauptmann! Durchhalten! Ich glaube, ich habe ihn gerettet, oder? Ich glaube, ich habe ihn geheilt. Auch wenn ihn er gerade vor der Nase weggeschnappt hat. Mir. Dieb! Sag mal, was, warum... Ah, ist ja wurscht. Was soll's. Jetzt stirb bitte, Volga. Danke. Das ist schon mal gut, glaube ich. Ich finde Navi auch nicht nervig. Eigentlich. Ich fand die zumindest früher wirklich überhaupt nicht nervig. Das Einzige, was ich an Ocarina of Time nervig fand, ist der Sound, wenn man nur noch ein Herzchen hat. Was die in dem Spiel auch tollerweise übernommen haben. Yay. Immer schön, wenn was die ganze Zeit im Hintergrund blinkt. Und piepst. Aber Navi war nicht wirklich. Da fand ich die Eule viel nerviger als Navi. Weil die Eule immer standardmäßig auf Nein steht. Also die Eule fragt, die erklärt einem immer einen ellenlangen Text, was man jetzt tun muss. Und wenn sie das gemacht hat, sagt sie, hast du alles verstanden oder muss ich es nochmal wiederholen? Und die Standardauswahl dafür steht immer auf, man soll es bitte nochmal wiederholen. Oder die Eule soll es nochmal wiederholen. Und mir ist das so oft passiert, dass ich mir diese Texte 2-3 Mal von der Eule habe wegklicken müssen. Die Eule, die war in Wirklichkeit so nervig, wie die Memes behaupten, dass Navi war. Bloß, dass die Eule nicht so oft vorkommt wie Navi. Schon wieder dieser Dieb. Wie oft willst du mir jetzt noch meine Support-Items klauen, die ich irgendwie sowieso fast nie benutze? Du blöder Dieb. Meine Support-Items. So, jetzt müssen wir uns noch um den hier kümmern, würde ich sagen. Dass wir auf Nummer sicher gehen. Meister, deine Batterie ist leer. Sagt das Vier oder wie? Oder... Wie? Sagt ihr das wirklich? Das finde ich ja fast lustig. Weil man musste das ja wahrscheinlich mit der Wii-Fernbedienung spielen auch. Ich habe, wie gesagt, Skyward Sword ausgelassen. Wie beim letzten Stream schon mal gesagt. Deswegen... Nein! Ah doch, ich wollte gerade sagen, ich krieg das große Triforce-Dreieck nicht. Aber hab's doch noch bekommen. So, jetzt kommt noch ein Stoßtrupp aus dem feindlichen Hauptquartier hierher, oder wie? Nein, jetzt kommen beide. Oh Mann, ey. Jetzt kommen aus beiden Hauptquartieren Stoßtrupps hierher. Ah, ist das überhaupt nicht nervig? Dann werde ich jetzt mal schnell hier in die Festung gehen und werde die erobern und da den gelben Hauptmann abfangen, bevor der rote kommt. Der bewegt sich gerade zum Glück eh nicht. Dann kümmern wir uns erst um den da. Die Mission will's aber schon wissen, ne? Gut, dass ich Zelda noch ein paar Level hochgestuft habe, bevor ich hier angefangen habe. Ich habe mir schon gedacht, dass die Missionen hier hinten im Eck ein bisschen schwerer sind als im Zentrum der Karte. Ich hätte gern Skyward Sword für die Switch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es mir dann vielleicht doch nochmal geben würde. Aber ich weiß echt nicht, ob mir das gefällt, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht unbedingt mein Lieblings-Zelda. Ohne es gespielt zu haben. Vielleicht stimmt's nicht und ich finde es super, aber... Da spiele ich lieber nochmal Breath of the Wild durch, glaube ich. Hier wiederholt die Item-Anleitung, wenn du Items erhältst. Die mischt sich dauernd in die Story ein, beschwert sich, wenn deine Herzen fast leer sind und meckert drum, wenn die Wiimote-Batterie fast leer ist. Ja, okay. Aber das mit der Batterie finde ich schon fast lustig. Dass sie einem da wirklich drauf aufmerksam macht. Aber wahrscheinlich auf Dauer nicht mehr, kann ich mir vorstellen. Am besten fand ich Midna bisher. Ja, ich bin zwar auch irgendwie kein Twilight Princess Fan, aber Midna ist schon, glaube ich, vielleicht die coolste und am wenigsten nervige dieser Helfercharaktere. Aber für mich, in meinem Herzen, wird Navi natürlich immer die einzig echte Helfercharakterfigur aus Zelda sein. Aber Midna ist schon cool auf jeden Fall. Finde ich auch. So. Ah ja, das Hauptquartier wird gerade schon wieder angegriffen und es droht schon wieder zu fallen. Es ist echt schlimm, oder? Wehe, wenn das jetzt wieder kaputt geht hier. Es ist ja wirklich, man kann ja echt, also, das gibt's doch nicht. Furchtbar, wann soll ich denn mal bitte das gelbe Hauptquartier erobern? Ich komme ja zu gar nichts. Ich muss eigentlich die ganze Zeit sie hier verteidigen. Könnte man Zelda auch als Hilfscharakter in Breath of the Wild bezeichnen? Weiß ich nicht. Würde ich nicht. Ich glaube, Breath of the Wild hat nicht wirklich so einen Hilfscharakter, so den typischen Zelda-Sidekick. Finde ich zumindest, oder? Nicht so in dem Maß auf jeden Fall. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das stimmt. Der Breath of the Wild Link ist ziemlich allein. So, jetzt erober ich die beiden Hauptquartiere hier links und rechts von unserem. Ich glaube, das hilft. Hoffe ich. In Breath of the Wild bist du allein, ja genau. Ich finde das Design aber von Breath of the Wild Zelda ziemlich cool. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, das ist so vom Design her meine Lieblings-Zelda. Abgesehen natürlich von meiner Katze. Die ist mit Abstand meine Lieblings-Zelda. Aber gleich dann kommt die da. Autsch. So. Cool. Nein, die sagt nur am Anfang was Hilfreiches und hält sonst die ganze Klappe. Die Zelda in Breath of the Wild, ja. Ich hab die auch. nicht sehr prominent in Erinnerung, auf jeden Fall. Hey, jetzt hat mich hier so ein Skelett noch schnell gehauen. Unverschämtheit. Mann, oh Mann, da ist schon wieder der nächste Stoßtrupp. Ich werde verrückt. Ich kann wirklich keine 5 Minuten irgendwo eine Basis erobern gehen. Okay, jetzt muss ich kurz mich aufs Spiel konzentrieren, damit wir nicht wieder scheitern. Ich gehe jetzt nämlich schnell die gelbe Basis erobern. Ich muss aber wirklich währenddessen die Map im Auge behalten, weil sobald irgendwas Rotes in der Nähe unserer Hauptbasis ist, muss ich zurücklaufen und muss die retten. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert. Ich hoffe, die haben da keinen Helden mehr drin oder so. Einfach nur Festungskommandant und fertig. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Irgendwie ist Zelda mit dem Taktstock ziemlich verwundbar, fällt mir auf. Wir haben schon echt irgendwie Treffer abbekommen, obwohl ich gerade mitten in meiner Combo bin, was bei anderen Waffen eher unmöglich ist. So, Kommandant, da ist er schon. Na also, das ging flott. Und dann schnell auf zur roten Hauptfestung. Bevor die noch auf blöde Ideen kommen. Und dann haben wir es. Ich muss eh nur C-Rang schaffen. Es ist eh. Ich weiß gar nicht. Ah. Da kommt schon der nächste Stoßtrupp. Ich glaube, ich kotze. Ich springe jetzt gleich hier über die Klippe, oder? Und dann komme ich nicht mehr hinterher. Warte, warte, warte. Genau, nicht runterspringen. Danke. Oh, Gott sei Dank, ey. Wegen denen hätte ich nochmal zurückgemusst wahrscheinlich. Aber so kann ich die jetzt zum Glück aufhalten. Bevor die Blödsinn machen. Halten eh nichts aus. Also wirklich vier. Nicht mal mit denen wirst du fertig. Die können gar nichts. Die können gar nichts. Gibt's doch nicht. So, ich nehme die Festung auch noch schnell mit auf den Weg, weil, why not? Hey, hat sich sogar gelohnt. Was kriegen wir? Ein Herzcontainer. Ach was, das wusste ich gar nicht, dass es hier... Ah doch, nee, warte, nee. Ich wusste es nicht. Egal. Jetzt weiß ich's. So, jetzt sieht's echt gut aus. Ich will's nicht verschreien, aber ich glaube, jetzt funktioniert's. Jetzt müssen wir nur noch hier... Dingsy... Girahin besiegen. Was ein bisschen dauern kann offensichtlich, aber gut. Das kriegen wir schon hin jetzt. Geren war so ekelhaft im letzten Kampf. Ah. Ich mag so Endbosse nicht, die dann irgendwie super schwer nervig sind. Ganz viele Spiele, auch neuere Spiele noch, machen das gerne, dass die meinen, plötzlich mit dem letzten Endboss müssen sie jetzt den Schwierigkeitsgrad auf 11 drehen. Das finde ich immer nervig. Ich will dann oft einfach meine Spiele beenden und nicht hier noch ewig lang an einem Boss hängen. Eindrucksvoll dürfen die gerne sein, sollen die sogar sein. Und cool und irgendwie interessant, aber nicht einfach nur super schwer. Das hat mich irgendwie so bei Plague Tale zum Beispiel wieder gestört. Das war doch eigentlich, ich fand, das ist wirklich eigentlich ein schönes Spiel. Das hat mir echt gefallen. Das war echt nett. Diese Rattenphysik hat mich echt fasziniert. Und dann kommt dieser blöde Papst mit seiner blöden Rattenarmee. Und es ist ein nerviger Bosskampf einfach, den es nicht gebraucht hätte. Ohne den Bosskampf wäre das Spiel besser gewesen, finde ich. Und das gibt's oft. Ich mag sowas nicht. Aber der Todbringerkampf war schon episch. Das schlimmste Seppo der Todbringer, welcher der letzte Endgegner war, war einfacher als der Girahim-Kampf davor. Ha, aber ist das nicht auch bei zum Beispiel Ocarina of Time ein bisschen so? Bei Ganon im Turm oben kann ich mich erinnern, dass ich beim ersten Mal ein paar Anläufe gebraucht habe, bis ich den besiegt habe. Vielleicht, weil ich nicht genau wusste, wie er geht oder so, ich weiß nicht. Aber ich brauchte ein paar Anläufe und Ganon dann in den Trümmern der Burg habe ich aufs erste Mal geschafft. Weil ich kann mich noch erinnern, dass ich mir damals dachte, okay, das war jetzt quasi nur der epische Showboss. Aber vielleicht hatte ich nur Glück und Pech beim ersten Kampf, ich weiß es nicht. Aber ich würde meinen, da war es ähnlich.